spiritueller Missbrauch bedeutet, dass spirituelle Inhalte verbrämt benutzt werden, um eine Person dazu zu bringen, dass sie wie eine Marionette wird. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Credo Talk. Wir sprechen heute mit Frau Dr. Barbara Haselbeck. Herzlich willkommen. Frau Barbara Haselbeck ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt Gewalt gegen Frauen in der katholischen Kirche an der Fakultät Katholische Theologie an der Uni Regensburg. Und sie ist Mitherausgeberin der Publikation Erzählen als Widerstand, erschien im Aschoff Verlag 2020. Das Thema heute ist, wenn das Gebet dein Wille geschehe, missbraucht wird. Und damit darf ich schon das Wort an Sie übergeben mit der Frage, was ist geistlicher Missbrauch und was ist geistlicher Missbrauch nicht? Meine Erfahrung ist, am besten ist zu verstehen, was geistlicher Missbrauch ist, wenn ich Betroffenen zuhöre. Und Sie haben ja gerade schon auf das Buch Erzählen als Widerstand verwiesen. Da berichten 23 Frauen über Missbrauch, den sie als Erwachsene in der katholischen Kirche erlebt haben. Und da sind Geschichten drin, in denen Frauen sexuellen Missbrauch erlebt haben, meistens kombiniert mit spirituellem Missbrauch. Und es sind auch Geschichten drin, in denen es ausschließlich um spirituellen Missbrauch geht. Und ich würde gerne hier erzählen von einer Frau, die dort berichtet, nämlich der Miriam Lieb. Das ist ein Pseudonym. Und sie berichtet als Ende 30-Jährige über Erfahrungen, die sie als junge Frau gemacht hat. Und an denen ist sehr gut zu verstehen, worum es geht, wenn wir von spirituellem Missbrauch sprechen. Miriam ist in der Schule, sie ist 17, 18 Jahre alt und erkennt für sich, dass die katholische Kirche für sie ganz viel bedeutet. Und sie fühlt sich, sie sagt es selber, sie fühlte sich ganz stark zu Gott hingezogen, ist jeden Tag in den Gottesdienst gegangen und hat da eine Welt entdeckt, die für sie ganz wertvoll war. Und als sie dann so kurz vor dem Abi ist, lernt sie das Mitglied einer Gemeinschaft kennen, eine Schwester, die sie dann sehr um sie wirbt. Ja, sie wird eingeladen zu Veranstaltungen, sie darf in der ersten Reihe sitzen und bekommt Besuche zu Hause von Mitgliedern der Gemeinschaft und so wird sie regelrecht umworben. Und sie tritt ein und hört dort von einer Oberin, wenn du in unsere Gemeinschaft eintreten willst, dann musst du erstmal alle deine Talente und das, was dir so ganz besonders wichtig ist, aufgeben. Und das fühlt sich für sie schon so ein bisschen eigenartig an, aber sie versucht es, sie geht diesen Weg, sie spürt diesen Ruf, dieses ganz Besondere, was in ihr steckt, zu verwirklichen und erlebt aber, dass es in der Gemeinschaft, dass es schwierig ist. Sie denkt dann, ja, vielleicht ist diese Gemeinschaft genau einfach die falsche. Sie tritt nochmal aus und spürt aber weiter diesen starken Wunsch, einen besonderen Weg zu gehen und tritt in eine weitere Gemeinschaft ein. Und dort erlebt sie über Jahre, wie sie in starke Abhängigkeit von einem geistlichen Begleiter gerät, wo sie so Schritt für Schritt unter einen ungeheuren Leistungsdruck kommt im Spirituellen. Also sie hat ein enormes Ausmaß an Gottesdiensten, Gebeten zu leisten. Und sie hat auch im ganz normalen Alltag unglaublich viele Aufgaben, ist sehr müde. Und sie erlebt dann, dass so diese normalen Dinge des Alltags, dass die gedeutet werden als Übungen des Gehorsams und der Hingabe. Beispielsweise sagt sie, ja, ich war so müde und ich war es nicht gewohnt, so wenig zu schlafen. Und der geistliche Begleiter sagt, ja, das tun hier aber alle.
Und es ist auch Zeichen des Gehorsams. Sie erlebt beispielsweise in der Beichte, dass sie keine Absolution bekommt, weil ihr gesagt wird, sie sei nicht demütig genug, sie sei hochmütig. Und abends bekommt sie dann eine Textnachricht, wenn du jetzt heute Nacht stirbst, dann kommst du in die Hölle. Also es wird sehr bedrohlich, das Szenario, wie Gott ihr hier entworfen wird in dieser geistlichen Begleitung. Und es ist einfach sehr eindrucksvoll und erstaunlich, wie diese junge Frau dann nach Jahren irgendwo an einem Punkt kommt, wo sie erkennt, nein, hier stimmt etwas nicht. Hier, das kann nicht meine Berufung sein, so beschnitten und zerstört zu werden und im Namen Gottes so manipuliert zu sein. Und sie tritt schließlich aus und rekonstruiert dann in einem langen Prozess, was mit ihr geschehen ist. Und wenn ich dieser Geschichte von Miriam Leeb, wenn ich die lese, dann ist da deutlich zu erkennen, spiritueller Missbrauch bedeutet in der Wahrnehmung der Betroffenen, dass spirituelle Inhalte verbrämt, benutzt werden, um eine Person dazu zu bringen, dass sie wie eine Marionette wird. Inge Tempelmann hat das beschrieben aus den Freikirchen, dass die Gedanken umgeformt werden. Dass beispielsweise, wie Miriam Leeb das beschreibt, wird gesagt, also der Verzicht auf Schlaf bedeutet, du bist besonders gehorsam. Das ist das, was Gott von uns will, dass wir auf etwas verzichten, dass wir das eigene Ich so, dass wir so wenig wie möglich Ich sagen. Und dass wir dann gut sind, wenn wir Marionetten sind, die alle so funktionieren, wie die Gemeinschaft es erwartet. Was sind Alarmsignale für spirituellen Missbrauch und wo muss man sich die Frage stellen, ich muss aktiv werden? Also es sind so ein paar Themen, bei denen ich aufhorche, wenn Menschen mir das schildern. Das ist zum einen, wenn sie sich in einem System befinden, in dem so ein ganz starkes Schwarz-Weiß-Denken da ist. Also da ist die religiöse Gemeinschaft ist der Ort, an dem die Guten sind, an dem das Licht ist. Also das sind ja auch so religiöse Metaphern. Da ist die Gemeinschaft der Berufenen und im Kontrast dazu die Welt draußen, ja, da wo das Böse ist. Etwas anderes, was auch eng damit zusammenhängt, ist dann so ein elitäres Bewusstsein, dass in dieser Gruppe, in dieser Gemeinschaft der Eindruck da ist, ja, irgendwie, wir sind schon was Besonderes und dazu kommt dann ein enormer Leistungsdruck, besonders viel zu beten, besonders oft zu beichten, auf besonders viel zu verzichten, auch in Form von Fastenübungen, die dann richtig auch gesundheitlich bedenklich werden können, besonders anders als die Welt zu sein, auch im Umgang mit Beziehungen, mit Sexualität. Und ein Alarmsignal, das ich sehe, ist, wenn Personen beginnen, ihre sozialen Bezüge sehr zu verändern. Wenn ihnen verboten wird, Kontakte zur Herkunftsfamilie oder zu den alten Freunden. Menschen in sehr geschlossenen Gemeinschaften wird das richtig verordnet. Ich will noch etwas schildern, was mir auffällt. Wichtig ist, dass Menschen im Glauben auch Zweifel, auch Klage, auch Widersprüchliches, auch Unheiles sagen dürfen. Nicht umsonst ist unsere Bibel ja voll von Klagetexten. Und
Deshalb ist es für mich ein Alarmsignal, wenn Menschen in einer Gemeinschaft, wenn sie Nachdenkliches und Kritisches und Widersprüchliches nicht äußern dürfen. Da, wo Menschen, wo irgendwie so ständige Halleluja-Stimmung ist, das ist, sehe ich als Alarmsignal, weil da ein Teil des Lebens ausgespart wird. Wer würden Sie sagen, ist besonders gefährdet, in so eine Situation zu geraten? Wenn ich davon spreche, dass Menschen besonders gefährdet sind, will ich dem vorausschicken, es geht nicht darum zu sagen, sie sind dann sozusagen selbst schuld, dass sie geraten sind, wo sie geschädigt worden sind. Ich versuche, wenn ich so etwas schildere, warum Menschen besonders leicht instrumentalisierbar waren im Spirituellen, dann geht es darum, gut hinschauen zu können und damit Kirchenverantwortliche hier besonders viel Sorgfalt reinstecken. Und da besonders viel Sorgfalt muss es überall dort gelten, wo junge Menschen dem Glauben sich öffnen und begegnen. Und überall da, wo junge Menschen sich da öffnen, ist es besonders wichtig, sehr seriös damit umzugehen und hier besonders achtsam zu schauen, was biete ich denen an, damit sie nicht Entscheidungen treffen, die sie später vielleicht um eine freie Entscheidung betrügen. Und ich möchte noch eine zweite Personengruppe ansprechen, die ich als besonders gefährdet wahrnehme, wenn durch spirituellen Missbrauch. Das sind Menschen in Krisen. Ja. Menschen, die, und das kann in jedem Lebensalter sein, die vielfach sind Menschen, die als Kinder schwierige Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht als Kind bereits Missbrauch erlebt haben oder andere schwierige Erfahrungen, die dann im Erwachsenenalter merken, dass da eine ganz tiefe Verletzung in ihnen ist, die sich auf die Suche machen nach etwas, was sie trägt, auch nach Menschen, die sie aushalten. Und wenn sie dann an Menschen geraten, die sagen, ich habe die Lösung, überall da, wo so einfache Lösungen, wo spirituelle Trostpflaster angeboten werden, da wird es sehr gefährlich für Menschen, die in gravierenden Lebenskrisen stecken. Ich beobachte, dass da völlig naiv Menschen so begleitet werden, dass es zwar kurzfristig sich gut anfühlt, dass die kurzfristig den Eindruck haben, ja, jetzt habe ich den Segen und jetzt bin ich ein Kind Gottes und habe das Alte hinter mir gelassen, und dass einfach naiv an psychologischen, psychotraumatologischen Mechanismen vorbei sie dann nahezu retraumatisiert zurückbleiben und den Eindruck haben, ja, ich habe nicht genug gebetet, ich habe nicht genug vergeben. Und das ist sehr, sehr schwer für Betroffene, damit dann zurückzubleiben, als Versagerin. Ja. Was würden Sie vorschlagen, wenn jemand jetzt das sieht und sagt, klingt irgendwie vertraut, an wen kann sich jemand wenden, der sich darin wiedererkennt? Also ich glaube, in dem Moment, wo jemand merkt, oh, da ist irgendwas, läuft da komisch, da ist das Wichtigste schon geschehen. Weil die Person dann merkt, da stimmt etwas nicht. Menschen, die schweren spirituellen Missbrauch erlebt haben, brechen die regelrecht emotional und auch physisch zusammen. Die sind tatsächlich am Ende der Kräfte. Und mir berichten Menschen, auch wo es nicht so schlimm geworden ist vielleicht, dass eigentlich sie ganz gut innerlich immer wahrnehmen konnten, dass es in ihnen Widerstände gab. Und deswegen halte ich es für ganz wichtig, so auch diese körperlichen Symptome, das, was in mir sich regt, das sehr ernst zu nehmen. Das ist das eine, also dass die Person sich selbst ganz
stark stärkt, wieder der eigenen Wahrnehmung zu trauen. Und das geht leichter, indem die Person mit Menschen spricht, die außerhalb dieser Gruppe oder der Gemeinschaft oder dieses Systems stehen. Es gibt auch welche, die in der geistlichen Begleitung in der reinen Zweiersituation manipuliert werden spirituell. Und da ist es hilfreich, mit einer Person zu sprechen, die außerhalb dieser Situation ist, außerhalb des Systems. Und es gibt in jedem Bistum Verantwortliche für den Bereich der geistlichen Begleitung, die inzwischen sehr sensibel geworden sind für das Thema spiritueller Missbrauch. Also es ist gut, da eine Person sich zu suchen, mit der sich jemand sortieren kann, was ist da eigentlich passiert mit mir? Und was sind nächste Schritte? Wie kann ich wieder selbstbestimmt sein? Wie kann ich mir selbst wieder trauen und meine eigenen Entscheidungen treffen und frei sein? Frau Dr. Hagelbeck, ich danke Ihnen für das Gespräch. Alle weiteren Informationen findet ihr unten im Text. Und bis zum nächsten Mal.